Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit einer verstrahlten Folge Metro Exodus. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Wir sind immer noch in dem Bunker, wo wir hier alles voll hatten mit diesen ganzen ekligen Spinnen. Und jetzt geht's weiter, Freunde. Na toll, er schaltet das Licht aus. Dann kommen doch hier bestimmt wieder Spinnen um die Ecke, ey. Oh, wartet mal. Moment. Sorry eben für die schlechte Bildqualität, aber ich habe vergessen, mein Licht anzumachen. Okay, dass man nichts gesehen hat, meine ich, im Dunkeln jetzt eben. Ah, da sind schon die ersten Viecher, ey. No, ey. Man schaut ab. Oh, von beiden Seiten, ey. Jawohl, die stirbt. Wunderbar. Okay, ein Problem gelöst. Da ist noch eine. Die ist ein bisschen aggressiver. Und sie stirbt auch, oder was? Nee, doch nicht. Verdammt. Ah, das ist ekelhaft mit diesen Spinnen hier. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Mutantenspinnen hier. Mann, nein, nein, oh, oh, hat mich erwischt. Verschwinde, ey. Jawohl, jawohl, sie stirbt. Okay, das Problem hätten wir gelöst. Gott sei Dank. Ich hoffe, dass da nicht noch welche kommen. Aber ich vermute es mal. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Oh, ich wieder mit meiner Navigation hier. Ich komme einfach nicht. Okay, hier müssen wir lang. Oh nein. Hört ihr das? Oh Gott, wie viele sind das? Haut ab. Oh, jetzt muss ich noch einen Filter wechseln, verdammt. Schnell wieder Licht an. Los, verreckt ihr blöden Viecher. Obwohl ja Spinnen eigentlich nützliche Tiere sind, ja. Auch wenn man sie nicht mag und eklig findet. Verschwinde. Ah, buddelt sich ein. Okay, schnell hier hoch. Okay, wann kommt der Fahrstuhl, verdammt? Beeilt euch mal. Oh Gott, wie viel sind das, ey? Da. Okay, Strom ist da. Ihh, ich hab mich angespeiert hier. Uah. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank, raus. Ab nach oben. Nach oben an die Frischluft. Wow, 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 da gibt's Probleme. Oh, hier auch noch die ganzen Drecksviecher. Jawohl, sie verrecken. Okay, raus hier, schnell. Wow! Ja, ja, klar, greifen uns nicht an. Logisch, logisch. Ja. Oh Gott, Drecksviecher, schnell, raus hier, raus hier, raus hier. Warum nicht gleich so? Tja, wir haben die Karten. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen.
Übrigens habe ich deinen Wagen mitgebracht. Er steht am Dock. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Ja, das ist erstaunlich. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Bitteschön. Keprak Met. Danke, Artyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Eine Feldflasche? Eine Wasserflasche? Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Munalbailer heißt in etwa so viel wie ölreiche Leute. Ölbohrer, nehme ich an. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Ich bleibe hier und versuche, mehr über diese Ölbohrer herauszufinden. Sobald ich nützliche Informationen habe, erstatte ich der Basis Bericht. Okay. Sag mal, Giul, wie ist dieser Baron hier an die Macht gekommen? Meine Leute haben ihr Schicksal selbst gewählt. Was? Sie sind aus freiem Willen Sklaven geworden? Ja, ja. Die Munalbailer sagen, arbeite für mich, ich beschütze dich. Und sie haben einfach zugestimmt. Die Munalbailer sagen, betet die heilige Flamme an. Und sie haben wieder zugestimmt. Na, dann hatten sie wohl keine große Wahl. Ja, haut rein. Wir gucken jetzt mal weiter. Geil, mein Lieblingsbus. Ich hab ihn wieder. Es ist wieder bei Nacht. Oh no. Okay, das muss ja auch so ein kleiner Durchgeknallter sein, der Baron. Der hat ja alles unter seine Fittiche. Alles hört aus seinem Kommando.
Okay, was haben wir denn hier? Oh, was ist das denn? Verbandszeug? Ah, zwei Schuss, immerhin. Noch irgendetwas? Oh, oh, habt ihr das gehört? Wieder so ein Drecksvieh. Holy moly. Ah, mein Bus. Ich liebe diesen Bus. Auch wenn der Bus ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber das macht nichts. Er erfüllt seinen Zweck und das ist wichtig. Anna? Was machst du hier, Anna? Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stefan. Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Okay. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Kaputte Boot, wo? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern... Ach, da drüben. Ja, sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Okay. Ach, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Alles klar. Verdammt, ich wünschte, ich könnte endlich den ganzen Sand abwaschen. Okay, wo müssen wir jetzt überhaupt hin hier? Ach, da runter. Da unten ist das Kreuz, okay. Wenn du zum Hafen willst, auf dem Dach gibt es eine praktische Seilrutsche. Danke. Sei vorsichtig da draußen, okay? Ich muss meinen geliebten Bus hier lassen? Oh nein. Okay. Wo ist die Seilrutsche? Ah, da. Wie ein Tomb Raider, eh? Yippie! Oh, schon wieder Schlangen, habt ihr gehört? Okay. Mal gucken, ob der alte Kahn hier irgendwas hat, was wir mitnehmen können. Irgendwelches Loot? Oh, Spinnen. Spinnen sag ich schon, Schlangen. Habt ihr gehört? Hier läuft da irgendwer. Hier sind ja wieder irgendwo die Gollums oder irgendein Scheiß. Okay, laufen wir mal hier hoch. Oh oh, wir wurden entdeckt, oder? Oh shit! Sei vorsichtig, der Scharfschütze scheint kein Amateur zu sein. Alles klar. Dann werden wir uns mal um den Scharfschützen kümmern. Dammit. Oh, das ist auch schon wieder so ein blödes Vieh, ey. So ein fliegender Hund. Tja, sollte man mal putzen. Da, habt ihr gesehen? Da fliegt das Teil wieder. Okay, vielleicht kriegen wir eine von hier oben. Ich weiß es nicht. Okay, Moment. Ah, hier, wieder ein Seil.
Kommen wir da runter? Kommen wir da hin? Nee. Das Seil ist vom Turm hierher. Ich dachte, es wäre umgekehrt. Damn it. Na gut, der Turm ist auch um einiges höher. Na gut, woher soll ich das wissen? Versuch macht klug. Okay, kommen wir nicht hin. Ah, treffe ich nicht. Ist zu weit weg. Okay, gehen wir wieder runter. Halt. Moment, da habe ich doch eine Kiste gesehen. Ah, wieder ein bisschen Loot. Loot tut gut. Okay, wir müssen sehen, dass wir da irgendwie zum Turm kommen. Wir müssen dem Scharfschützen da den Chaos machen. Das Scharfschützennest ausschalten. Ah, jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Na doch. Okay, auf geht's. Oh shit, man sieht kaum was, ey. Das Licht blendet. Was? Oh no, jetzt wurde ich von der Granate erledigt, ey. Ey, das gibt's doch gar nicht. Oh nein, 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 nein. Verdammt. Oh Mann. So, weiter geht's nochmal von vorne. Oder nochmal. Jetzt gehen wir das Ganze aber ein bisschen klüger an hier. Sei vorsichtig. Der Scharfschütze scheint kein Amateur zu sein. Ich bin auch kein Amateur. Ich bin auch Profi. Artyom ist auch Profi. Ah, sind aber gut versteckt. Das sehen wir noch, wer hier tot ist. Oh nein, jetzt muss ich nachladen. Da hängt auch noch einer. Lieber auf Nummer sicher gehen. Nochmal drauf geschossen. Okay, ich glaube, ich habe sie alle, oder? Ne, das ist noch einer. Oh, wow, 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 wow. Der Scharfschütze, Alter. Der macht doch gerade schon Probleme. Ne, er war das hier. Alles klar. Schnell nach oben. Gucken, ob hier noch irgendwo einer sitzt oder ob das alles war. Nochmal nachladen, sicher ist sicher. Okay, ist hier noch jemand? Okay, hier ist eine Leiter. Wir gehen aber einmal ringsrum, um zu schauen, ob hier irgendwas ist oder ob hier jemand ist oder ob es hier was zu holen gibt, Loot oder so. Naja, scheint nicht so. Okay, die Leiter hoch. Alles klar, hier waren die eingerichtet oder sind die eingerichtet. Loot. Und eine Werkbank, wie geil. Der Loot tut gut. Okay, wir haben ja. Okay, Medipacks haben wir noch, aber ich mache trotzdem noch eins rein. An der Waffe können wir noch was machen. Ba, 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 da, 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 da.
reparieren, würde ich mal sagen, oder? Auf jeden Fall, die war ja Schrott, ey. So ist sie jetzt wieder ganz. Ist klar, was haben wir hier noch? Neues Visier oder was? Was ist denn das? Nee. Auch nicht. Gefällt mir nicht. Ich würde sagen, das behalten wir. Das ist gut. So, was haben wir denn noch? Sonst haben wir nichts weiter hier. Mir fehlt da vielleicht noch mal erneuern. Kann man nie genug haben. Okay. Munition auf jeden Fall noch mal durchchecken. Okay, ist auch voll. Auch voll. Auch voll. Gut, wir haben genug. Alles da. Okay, wir haben soweit alles. Was ist das denn? Ja, wir sind dementsprechend ausgerüstet. Wunderbar. Unsere Weste auch. Alles klar. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, Freunde, dann machen wir hier mal einen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Macht's gut. Ciao, ciao.